Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vorerst erstmal das letzte mit Voice-Over. Das ist, wie ich schon mal gesagt habe, ein bisschen ätzend, aber ich habe im Hintergrund Musik laufen lassen und würde dadurch eine Videosperre bekommen, bin ich mir relativ sicher. Heute mal mit einem anderen Thema, und zwar ein Pflanzen-Unboxing. Ich weiß nicht, ob euch Pflanzen interessieren, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich habe hier auf jeden Fall zwei ziemlich coole Pflanzen bestellt. Wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Das Unboxing aufgenommen habe ich am 10.07. Heute, wo ich das Video jetzt bearbeite, haben wir den 11.08. Das heißt, es ist ein Monat mittlerweile vergangen. Das heißt, am Ende des Videos werde ich euch auch zeigen, wie sich die Pflanzen entwickelt haben. Ist auf jeden Fall ziemlich interessant, wie unterschiedlich schnell sich die Pflanzen entwickeln. Ich habe auf jeden Fall ziemlich lange gebraucht, irgendwelche coolen Anbieter zu finden, die mir wirklich zusagen, wo ich Pflanzen kaufen kann. Ich habe keine Lust, immer ultra viel Geld für die Pflanzen auszugeben, aber ich will sie auch irgendwie haben. Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, die Leute, falls jemand zuguckt, der Pflanzen hat oder sammelt, der weiß, wovon ich rede. Das ist so ähnlich wie bei Geckos. Ja, hier kann man auf jeden Fall sehen, dass der Lieferant das extrem geil verpackt hat. Überall Bläschenfolie und Karton und Panzertape und Platz gelassen, sodass nichts beschädigt wird. Toppi. Ja, hier könnt ihr schon das erste Blatt sehen. Und zwar ist das eine Philodendron Florida Beauty. Relativ gut erhältlich. Ist natürlich noch zu hohen Preisen zu bekommen. Aber bei diesem Ableger konnte ich halt nicht Nein sagen. Ne? Das ist quasi so ein Half-Moon-Blatt. Also schon Hälfte des Blattes ist wirklich komplett panaschiert. Und war sehr vielversprechend und das muss ich unbedingt haben. Natürlich muss man jetzt auch beim Auspacken extrem vorsichtig sein, dass wir nichts kaputt machen, überbrechen oder sonst irgendwas. Ja, er hat es halt echt gut verpackt und deswegen dauert das halt mit dem Auspacken ein bisschen, aber die Mühe lohnt sich definitiv. Hier kann man noch ziemlich cool sehen, dass er das unten mit Sphagnumus umwickelt hat, den Wurzelbereich, dann nochmal eine Tüte drum getan hat. Das war schön feucht, nicht zu nass, nicht zu trocken. Das heißt, für den Transport auch ziemlich cool gemacht. Da guckt auch noch so ein Stückchen raus. Also echt cool. Ja, eingetopft habe ich das Ganze dann in Orchideenblumentöpfe und da es in Moos war, lasse ich es auch im Moos drin. Das ist, manche tun es ins Wasser, manche ins Moos. Kann man machen, wie man möchte, denke ich. Aber dafür solltet ihr bei irgendeinem Pflanzeninfluencer oder sowas schauen. Die wissen es wahrscheinlich besser. Ich lasse es im Moos drin und tue später dann noch ins Terrarium rein. Ab zur nächsten Pflanze. Hier kann man auch wieder sehen, extrem gut verpackt, gut geschützt. Und man sieht ein kleines Stück vom Blatt. Na, wisst ihr schon, was es ist? Ja, es ist eine Monstera Minima Variegata oder lateinisch Raphidophora Tetrasperma Variegata. Ja, ich habe es nicht so mit den lateinischen Namen, aber es ist eigentlich mal besser, diese zu nutzen. Ja, hier kann man auf jeden Fall sehen, die hat eine noch relativ schwache helle Panaschierung oder weiße Panaschierung. Ich war zu dem Zeitpunkt sehr gespannt, wie sie sich entwickeln wird, aber das werdet ihr gleich auf jeden Fall sehen. Es ist auf jeden Fall echt cool. Auch die Pflanze tue ich in Sphagnumus rein, also sie ist so geliefert worden, sie ist da drin aufgewachsen, das heißt, ich lasse sie auch erstmal was so da drin, tue sie auch nicht in Wasser. Wenn man es im Wasser tut, aber auch da solltet ihr irgendwem folgen, der halt irgendwie so wissenschaftlichere Beiträge dazu macht. Im Wasser ist relativ gefährlich, also da entsteht schnell Wurzelfäule oder sonstige Sachen oder ihr müsst Wasserstoffperoxid-Lösungen irgendwie machen oder euer Leitungswasser ist einfach bombig, aber das kann ich natürlich nicht beurteilen. Meine Tricks funktionieren auf jeden Fall relativ gut. Ich habe da bisher nur positive Erfahrungen mitgemacht. Ja, hier sieht man auf jeden Fall schon den Neuaustrieb der Pflanze. Den Rest habe ich eben, wie schon gezeigt, im Topf positioniert und dazu noch einen Stock da reingemacht, damit das alles ein bisschen fixiert ist, weil das Blatt schon zum Stammstück relativ groß ist. Ja, so sieht das aus mit der Pflanze. Also ich finde die Panaschierung mega. Ich habe auch zum Beispiel einen Philodendron Pedatum. Das ist auch so ähnlich wie dieser hier. Der ist nur komplett grün. Hier sieht man den Neuaustrieb von der Monstera Minima. Der ist auf jeden Fall auch schon so circa 3 cm ausgetrieben. Also das war ja zum Stand vom 10.07. Ja, die Pflanzen habe ich dann anschließend in ein leeres Exoterra-Becken von mir positioniert und da standen sie jetzt einen Monat. Ich habe in dem Anzucht-Terra, nenne ich es mal, immer so ein paar Pflanzen drin, ein paar Ableger. Da rechts ist auch der Philodendron Pedatum gewesen. Ja, und wie die Pflanzen jetzt ausschauen, seht ihr jetzt. So, meine Freunde, jetzt wieder mit Kamera und Mikro. Und das ist die Florida Beauty. Einen Monat später, super cooles Blatt bekommen. Man sieht auch, hier ist das dunkelgrün. Es ist natürlich jetzt noch überall
ja, sehr hellgrün, aber es hat sich prächtig entwickelt. Ich bin gespannt, wann das nächste Blatt kommen wird. Nächste Pflanze, die Monstera Minima. Die hat sich halt ultra entwickelt. Man sieht halt, die hat ultra die coole Panaschierung. Also richtig viel Weiß im Anteil. Hier ist noch das Blatt von dem normalen Ableger. Das quasi ist hier komplett alles neu gewachsen in dem Monat. Ja, richtig schöne Pflanze. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Die wird noch richtig, richtig schön werden, habe ich im Gefühl. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was so eure Lieblingspflanze ist von den seltenen Pflanzen. Wobei nicht nur seltene Pflanzen schön sind, ist natürlich klar. Ich habe viele andere Pflanzen. Wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall auch in die Kommentare. Kann ich noch ein paar coole Pflanzenvlogs zu machen. Habe ich auf jeden Fall auch ziemlich viel Spaß dran. Ja, ansonsten lasst es mich wissen, ob ihr das Video feiert oder nicht. Like, disliked, abonniert den Channel, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Was auf jeden Fall bald noch kommen wird, sind, ja, wenn es euch gefällt, noch ein paar Pflanzenvideos. Ansonsten wollte ich bald noch ein Video machen, wie ich ein Gaming-PC mir erstelle, beziehungsweise ja, die ganzen Teile, die ich geshoppt habe, so als, ja, als Review-Unboxing. Ich baue mir nämlich ein komplett weißes PC-Bild. Dann kommt noch auf jeden Fall was zu einem Leopardgecko-Terrarium. Da hatte ich daran gedacht, dass es vielleicht interessant für euch wäre, so eine laufende Kostenansicht zu haben. Also Strom, Futtertiere, Präparate, also Vitaminpräparate und sowas, was man so braucht. Und wenn ihr sonst noch Vorschläge habt oder sonstige Sachen, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Ja, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Ciao.